Volle Intensivstationen, erschöpftes Personal. In Deutschlands Kliniken wie hier in Dresden kämpfen Ärzte und Pfleger um das Leben von Corona-Patienten. Jeder Dritte, der beatmet wird, stirbt, meldet der Klinikkonzern Vivantes. Die bittere Realität, die manche nicht wahrhaben wollen. Corona-Leugner zogen lautstark in diesem Jahr durch die Straßen. Sie sehen die Pandemie als Erfindung an, um das Volk zu unterdrücken. Eine abenteuerliche Vorstellung aus unserer Sicht. Man kann nur hoffen, dass sie in angesichts der Bilder aus den Krankenhäusern zu einer besseren Einsicht kommen und sich auch vernünftig solidarisch verhalten. Jeder Elfte in Deutschland hält es für wahrscheinlich, dass die Pandemie nur ein Vorwand zur Unterdrückung der Menschen ist. Weitere 5% sind da sogar sicher. Besonders ausgeprägt ist diese Vorstellung bei AfD-Anhängern. 24% sind sich da sicher, weitere 41% halten eine Verschwörung zur Unterdrückung der Menschen zumindest für wahrscheinlich. Und das angesichts explodierender Infektionszahlen bundesweit. Das sächsische Bautzen ist trauriger deutscher Spitzenreiter, weist eine Inzidenz von 638 auf. Generell ist Sachsen das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Bundesland. Appell vom Ministerpräsidenten. Weihnachten und Silvester, so vermuten die Experten, wird dazu führen, dass wir auf dem hohen Niveau, was wir heute haben, eine dritte Welle bekommen werden. Wie groß die Welle wird und welchen Schaden sie anrichtet, das haben die Menschen im Freistaat Sachsen und in Deutschland alleine in der Hand. Logisch scheint, wer das Virus für eine Erfindung hält, der ist auch eher weniger daran interessiert, sich an Corona-Maßnahmen zu halten. Um die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen, muss also auch der Kampf gegen Verschwörungstheorien gewonnen werden.